Und damit herzlich willkommen zurück zur Eröffnung unseres dritten Cafés oder unserer vierten Location, die wir hier quasi zu verwalten haben. This is your fourth restaurant. Yeah. Und wir müssen natürlich auch erstmal wieder die Zeiten ändern. Was natürlich erst am nächsten Tag in Kraft tritt, aber so soll es erst einmal sein. So, 8 Tische. Ich finde, stylisch aufgebaut. Und, ja. Also auf jeden Fall genug Platz dazwischen. Einzel- oder dass quasi hier Tische geteilt werden, habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Das, Alter, 3,5 Sterne sogar. Krass. Das lasse ich erstmal sein. So, 2, 4, 6, 8. Hier natürlich auch die Überlegung, ob ich vielleicht hier auch jetzt das Tische teilen unterlasse. Oder ob ich es weitermache. Ich weiß es nicht. Ich habe ja. Achso, was sind denn überhaupt unsere Sachen? Delacour Sunset. Food Rating 2.1. Alter, wir brauchen 3. Also 60% Food Rating im Delacour Sunset. 2,8 im Delacour Rodeo. Und die TV-Show sollen wir überstehen. Amon Celebrity Rang. Celebrity Rating Target 1, Current 0. Naja, okay, das werden wir sehen, wenn wir die TV-Show gemacht haben. Also, wir müssen jetzt definitiv unser Food Rating erhöhen. Und dazu werde ich die Speisekarten so rum überarbeiten. So, also 6 möchte ich. Okay, Espresso Decaf haben wir noch gar nicht drauf. Es fliegt raus, der Kaffee Mexicano. Minus. Yep. So, Decaf und das passt. So, hier haben wir 2 4 6 überhaupt 6. 2, 4. Aha. Okay, wir haben sogar 7. Ah, das heißt, einer muss runter. Aber wir können es eigentlich relativ einfach machen. Wir gehen einfach mal hier gucken. Gut, okay, das hat sich dann direkt wieder erledigt. Wir gucken doch hier. 57, 4. Okay, es wird der Kaffee Vanilla werden. Der. Naja, der von der Speisekarte runterfliegt. Jawohl. So, dann haben wir hier die Auswahl zwischen Frozen Mocha mit Cappuccino und Amaretto. Da haben wir 42. Und okay, also Amaretto Mochaccino fliegt runter. So, dann hier wird auch 6. Hier haben wir aktuell 6. Echt, aber nur 6 Teesorten? Ach, so, weil wir Green Lemon Tea noch nicht drauf gemacht haben. Seht da. Das bedeutet, es fliegt raus. Ja, eindeutig der Lavender-Tee. Dann haben wir hier Other Drinks. Da sind wir bei 6. Da habe ich aber auch was Neues, definitiv. Und es fliegt damit raus. Pineapple Cooler. Der Watermelon Slush. Jetzt erstmal die Preise hier angleichen. Das passt. Das passt auch alles. Okay, und dann bei den Essen. Da würde ich auf 9 gehen. Aktuell haben wir 12 oder lasse ich 12? Ne, ich gehe mal auf 9. Wir haben zwar auch noch Sachen, die wir nicht gemacht haben. Ja, okay, 35 kann direkt rausbleiben. Das kommt drauf. So, 39. Food. Wo geht's los? Hier geht's los mit Food. So, 2 Sterne. Oh Gott, wir haben so viele 2-Sterne-Gerichte. Okay, fangen wir oben an. 41, BLT Sandwich fliegt raus. Ah, 47. Gut,
Schwerter ist gar nicht dabei. Ein Glück. 45 fliegt auch raus. Mixed Proof Danish. Heißt, wir müssen da rausschmeißen. Zwei müssen da raus. Poppy Seal Bagel fliegt raus. Und ja, Blueberry Muffin, Blueberry Bagel oder Aprikot. Wir machen den Blueberry Muffin wahrscheinlich raus. Blueberry Muffin fliegt raus. So. So ist also jetzt unsere neue Speisekarte. Noch ein bisschen veränderter. Das Problem ist leider, ich muss das jetzt ja, quasi für alle Speisekarten einzeln tun. Also ich kann leider nicht sagen, kopieren. Speisekarte kopieren und quasi wieder einfügen. Discount. Die Speisekarte gern kopieren. Das müssen wir quasi jetzt hier gleich nochmal alles machen. Ah, so. Ich mach's mir einfacher. So, ich schreibe mir mal ganz kurz auf, welche Gerichte jetzt quasi rausfliegen. Und zwar Café Mexicano, Café Mex und Café Vanilla. Die fliegen raus. So, hier fliegen raus Amaretto Moccasino. Amaretto Mock. Und Iced Americano. Ja, ich komme gleich. Hallo. Okay, der Arrow ist red. Ah, okay. Madame. How can you prepare Jasmin Tee? So und nicht anders. Ja, tut mir leid. Ich versuche mich zu bessern. So, Tresor Dable. I'm sure you agree with me that when it comes to cooking, there's no substitute. Ah, quality ingredients für 2,5. Jawohl. Marks Fleisch. So, greetings and a new company. Jawohl, nehmen wir auch. Delicious Rooms. Oh Gott, alter Schwede. So, jetzt kommt die zweite Welle. Place a good look. Here's furniture. Ja, gib mir mal her. Neue Furniture kann man einfach immer mal gebrauchen. Kostet ja zum Glück auch kein Geld. Von daher alles okay. So, hier habe ich alles rausgeschrieben. Jawohl. Da ist es nur Lavendertee. Dann haben wir hier noch Watermelon. Und beim Essen BLT. Blueberry Muffin. Machen wir natürlich gleich weiter. So, komm. Hi there, nee, will ich nicht verbessern. Danke. Nett gemeint, aber machen wir nicht. Oh, Blueberry Muffin. Cinnamon Sugar, da ist er übrigens, der Typ. Na? Oh. So, jetzt. You have, but you know what, coffee, match atmosphere, publisher. Okay. Coffee Skills um 8 geboostet und kostet mich 18.000. Kann ich leider nicht machen, da wir momentan sehr, sehr knapp bei Kasse sind. Deswegen muss ich leider ablehnen. So, Cinnamon hat er auch. Mixed Fruit. Und Poppy Seal. Eigentlich recht auch nur das erste Wort. Poppy Seal. Alles klar. Dann gehen wir ganz kurz die anderen beiden Cafés durch. So, zack. Erstmal alles draufschmeißen. Schade, dass man hier nicht einfach sagen kann, wieder runternehmen von der Karte. Green Ice Tea. Nein. Das.
Ja, ganz kurz. Bin gleich bei dir. Orange Splash. Cinnamon brauche ich nicht. Das ist nämlich zu schlecht. Sesam Bagel. Ach, man kommt einfach. Man kommt einfach nicht dazu. So, For only I will share the secret. Are you interested? Okay. Lemmington kriegen wir. Alter Schwede. Naja, zum Glück hat es einfach mal nichts gekostet. Oder Lemmington. Das ist aber wirklich mega schlecht. Okay, so, das haben wir. Dann zur Speisekarte. So, rausschmeißen. Tun wir Kaffee Mexicano. Kaffee Vanilla. Dann Amaretto Moccacino. Und Iced Americano. Dann Lavendertee. Watermelon Slush. Und hier haben wir BLT. Poppy Seed war auch dabei, genau. BLT Sandwich. Blueberry Bagel with Cream Cheese. Cinnamon Roll. Ach, die habe ich glaube ich gar nicht drauf gemacht. Und Mixed Danish. Oder so hieß es, ne? Ja, Mixed Food Danish. So. Gut. Damit haben wir Delacour Sunset. Erfolgreich. So, ne, ist mir klar. Achso, ja, hier haben wir glaube ich alles raufgeschmissen. Hier muss ich nur noch rausnehmen. Ja, hier muss ich nur quasi wieder runternehmen von der Speisekarte. So, Kaffee Mexicano. Ist das die erste Seite? Ja. Kaffee Mexicano und was war das andere? Vanilla. So, Amaretto und Iced Americano. Okay, sind beide genau auf der zweiten Seite. Amaretto, Iced Americano. Ach da. So, Lavendertee. Watermelon Slush. Und hier Poppy Seed Bagel, den kenne ich noch. Mixed Food Danish. Da ist dann nichts mehr dabei. So, Cinnamon Blueberry. Ach, scheiße. Was, Blueberry Bagel oder Blueberry Muffin? Blueberry Muffin war es, nicht Blueberry Bagel. Cinnamon Sugar. Ich glaube, da habe ich nämlich hier in dem Restaurant das Falsche rausgeschmissen. Ja. Blueberry Muffin musste nicht raus. So. Jetzt stimmt alles. Gut. Damit haben wir die Speisekarten ein wenig angepasst und ich hoffe, dass es sich hier auch positiv drauf auswirkt. Okay, so, jetzt aber. Hearing? What? Potential, but it's still... Okay, was hat er denn für ein Buch? German Cooking, ne. Danke. Das brauche ich nur wirklich, ne? Was hat er? French Onion Soup isn't bad, but... okay, was muss rein? Black Pepper und French Onion Soup. Okay. Oh, sehr gut, 66. Sind hier eigentlich neue Rezepte? Ich meine, ich behandle sie hier so ein bisschen stiefmütterlich. Dadurch, dass mich das eigentlich nicht so wirklich interessiert. French Apple Tart, ja. Genau, das wollte ich jetzt auch gleich nochmal machen. Und zwar bei allen Rezepten. Nämlich mal jetzt wirklich alle durchgehen, ob hier nochmal neue Sachen oder neue Zutaten dazugekommen sind. Oh ja.
Da ist doch ein bisschen was dazugekommen. So, 62. Das war ja auch schon im ersten Teil echt ein gutes Rezept hier. Poached Salmon with Trüffel. Fried Duck Liver. So, Dried Bean Casserole. 54. 56, sehr schön. Okay, hier Mixed Casserole. Naja, mal 1%. So, oh hier. Pike Perch Roulade. Ach ja, das ist hier das Deutsche. Pike Perch Roulade with Riesling Sauce. Wie man es eigentlich aussprechen müsste. Kann ich tatsächlich nicht anbieten. In meinen Restaurantis. Schade. Ich habe so ein bisschen darauf gehofft, dass wir das jetzt hier auch anbieten können. Aber da muss man anscheinend wirklich ein deutsches Restaurant nur haben. Okay, so hier bezweifle ich so ein bisschen. Doch, hier Brandy. Weiß nicht, ob das was bringt. Nö. Hier. Haben wir nichts. Bei den Teesorten auch nicht. Gut, hier haben wir gar nicht so viel. Da war eins. Auch nochmal zwei. Achso, im Salat natürlich. Und Tomato. Ja, okay, bringt nix. Puddings und Splashes. Gut, sind wir das also auch mal durchgegangen. Und wir auf dem neuesten Stand. Wir haben ein Event. Hallo. So, tippen wir mal zu Ende. Hi, they're interested in getting new recipes. I've created my own recipe. Okay, zeig mal. Ja, ja, ja. Ginger Cake würde ich kaufen für unter 20. Ach, wir haben also wenig Geld gerade. Das ist egal. Okay, Ginger Cake. Wir haben sogar besseren Ginger. Bringt aber nichts. Okay. Das bedeutet, es fliegt raus. Gucken wir gleich. It will cost. Ah, nee, jetzt muss ich leider mal ablehnen. Der hätte mir jetzt auch ein neues Rezept verkauft. So, was muss denn jetzt rausfliegen? Ich glaube, hier oben war irgendwas mit 47 noch, ne? Okay, entweder Blueberry Bagel. Oder Apricot Croissant. Okay, der Blueberry Bagel fliegt raus. So. Es kommt dazu. Was war denn jetzt das neue Rezept? Aber hier, aber ist immer Bagel. Ach, hier Ginger Cake, na klar. Und es fliegt raus: Blueberry Bagel. So. Hier dann bitte auch wieder Ginger Cake. Blueberry Bagel. So, sehr schön. Kann ich gleich mal aufschreiben. Blue. Zweimal. Oh. In a good deal. We import. Ja, warum nicht? Achso, wir müssen uns natürlich auch mal. Achso, ich habe gedacht, wir müssen ja jetzt in diese einzelne Möbelgeschäft reingehen. Aber nein, die haben wir gleich hier. Ah, gib mal einer an. Sehr schön. Können wir also die anderen Restaurants dann ein wenig anders mal gestalten. Und wir gehen mal ins TV-Studio, würde ich sagen. Das ist ja auch eine unserer Quests, die wir in diesem Szenario erfüllen müssen. So, Amont, are you ready for this? As ready as I'll ever be, George. Good, good. You nervous? As nervous as I'll ever be, George. Hahaha, don't worry, Amon. I'm sure you'll do fine. Just remember that the whole show's future rests on your performance today. Do badly and we'll all blame you. Ist ja nicht schön. Ja, wie es hier weitergeht im TV-Studio, sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Hahaha, Cliffhanger. Ich liebe es und hasse es. Ja, wie gesagt, geht's dann in der nächsten Folge hier weiter und dann gucken wir mal, was wir
heute im Studio erfüllen müssen oder ob wir vielleicht sogar jemanden antreten müssen. Mal schauen. Wir lassen uns alle überraschen. Ich besonders, ihr hoffentlich dann auch. Und Giant Shitstorm spielt Players Unknown Battlegrounds. Ich weiß gar nicht, warum das angezeigt wird. Habe ich eigentlich rausgenommen. Naja, egal. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao und tschüss.